Na gut, dann lass uns doch direkt weitermachen mit der nächsten Mission für die Queen, Lizzie oder wie auch immer unser Auftraggeber heißt. Und mal schauen, ob es jetzt anstrengender wird oder nicht. Der große Autoklau. I want you to steal me some gang car so we can do some naughty thing on our enemy turf. I want me a Mafia Sentinel, a Yakuza Stinger and a Diablo Inferno so we can hit up any gang in Liberty. Drop them off at the garage in Newport and hear this. They're no use to me, all broke up now. Na klar doch. Ach, ist das nicht schön. Und wieder fahren wir einmal quer durch die Stadt, beziehungsweise wahrscheinlich zweimal quer durch die Stadt. Denn wir müssen nicht bloß einen Mafia-Wagen anbringen, sondern auch noch einen Diablo-Wagen. Der Yakuza-Wagen, das geht ja relativ schnell. Aber die anderen beiden, deren Gebiete sind nun mal auf der anderen Seite der Stadt. Das ist ein bisschen nervig. Na gut, machen wir erstmal den naheliegendsten. Oder ist das hier die Garage? Ich geh mal schauen. Was ist denn das für eine Ecke hier? Das ist die Garage, natürlich. Grandios. Huch. Was ist denn das für eine Ecke, Alter? Ich komme hier nicht mal mehr heraus. Er gibt Gas. Ach Mensch. Komm, lass gleich den Laster schnappen. So einen Yakuza-Wagen finden wir doch bestimmt recht schnell, oder? Wollte nicht auch noch einen Yardi-Wagen? Den hätte ich jetzt gerade parat gehabt. Aber ich glaube, da hast du selbst genug Zugriff drauf. Das ist sowas, was ich eigentlich nicht mag, muss ich zugeben. Missionen, die langwierig und nicht sonderlich anstrengend sind. Was halt einfach bloß Zeit frisst. Und die hier gehört auf jeden Fall dazu. Naja, was soll's. Versuchen wir das Auto mal nicht zu schrotten bei der Fahrt zur Garage. Oh nein, wir werden auch noch verfolgt. Na, großartig. Das heißt, ich muss mich beeilen und aufpassen, dass ich dabei nicht gerammt werde. Oder selbst irgendjemanden ramme. Ich glaube, wir haben ihn abgeschüttelt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir bloß noch hier wieder die Einfahrt finden. Da ist sie. Was für eine Ecke, ey. Passt das? Ich glaube schon, oder? Jo. Yakuza-Wagen besorgt. Fehlen noch zwei und die kosten uns leider ein bisschen mehr Zeit. Entschuldigung. Aber wenn ich den Namen von dem Auto lese, dann geht's mit mir durch. Dann habe ich eigentlich die schusssichere Weste bekommen. Das ist mir irgendwie entgangen. Also ich habe irgendwann schon mal mitgekriegt, dass ich die bekommen habe. Aber der genaue Moment, den habe ich irgendwie nicht bemerkt. Gab es die in irgendeinem Wagen mit dem ich gefahren bin? Oder war das in einer anderen Gelegenheit? Wer weiß. Aber es wäre halt cool zu wissen, wenn es in irgendwelchen bestimmten Wagen ist, dass man da eine schusssichere Weste bekommt. Dann würde ich natürlich bevorzugt versuchen, genau diese Wagen weiterhin zu stehlen. So, war der Weg denn gut, den ich jetzt gefahren bin? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber doch, sollte passen, oder? St. Mark's? Halt! Ja, 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 ja. Stronzo, beschwere dich bei jemand anderem. So, fahre mit dem Wagen zurück zur Garage. Da sind jetzt ein paar Meter, die wir zurücklegen müssen. Aber das bleibt uns übrig. Wir haben keine Wahl. Beziehungsweise wir haben schon die Wahl, aber wir wollen ja Geld sehen, also müssen wir den Auftrag erledigen. Scheiße. Na gut, dann fahren wir halt zu Payne's Grey. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann lassen wir den halt drüben umlackieren. Das mache ich jetzt drüben. Da fahre ich jetzt nicht extra hier ins Rotlichtviertel. Das wird so umständlich, ehrlich gesagt.
So, ich hoffe mal, das Ding wechselt dann die Markierung. Ja, dankeschön. Das zeigt einem also tatsächlich immer den Ort an auf der jeweiligen Insel, auf dem man gerade ist. Gut zu wissen. So. Wo ist denn... Ach, nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Du willst mich doch verarschen, oder? Ach, ich hasse diese Mission jetzt schon. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt irgendwie zu blöd. Ich mach mal einen kleinen Cut rein. Wir sehen uns wieder, wenn wir nicht beim Mafia-Wagen, sondern dann beim Diablo-Wagen schon sind. Also beim letzten davon. Denn die Mission wird nicht spannender. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück und ich bin beim dritten Wagen. Ich sag euch, in St. Mark's ist so dermaßen cool. Also, da können wir uns nie wieder blicken lassen, wie die Mafia-Leute auf einen losgehen. Alle mit Schrotflinten bewaffnet, mit Pumpguns. Sofort wird auf dich geballert. Also, was ich dort an brennenden Autos jetzt hatte, vor allen Dingen, bis ich mal so einen scheiß Mafia-Wagen gefunden habe, Wahnsinn. Das bei den Diablos war doch weitaus sympathischer, weitaus einfacher, weil die bloß mit Baseballschlägern und so bewaffnet sind. Ganz gemütlich. Und damit haben wir es jetzt auch geschafft. Macht Brett zu. Komm, mach's Brett zu. Kann ich das noch ein bisschen anschieben, damit er weiter reingeht? Oder was ist das Problem jetzt gerade? Hallo? Mach zu. Hallo, Garage? Na komm schon. Sei jetzt nicht päpstlicher als der Papst. Das Ding steht drin. Na bitte. Job erledigt. Nur $10.000. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Denn das hat jetzt echt eine Weile gedauert, bis ich die Kisten hier auch zusammen hatte. Halt! Oh, könnte mal irgendjemand für mich stehen bleiben? Könnte sich mal irgendjemand bitte sein Fahrzeug klauen lassen? Dankeschön! Hier sind Tüten an die Hände geklebt worden. Du kannst sowieso nicht vernünftig fahren. Das ist total unsicher, wenn du fährst. So. Dann wollen wir mal wieder aufbrechen. Vielleicht war sie auch Beer-Q-less. Falls das jemand kennt von How I Met Your Mother. Marshall musste mal als Beer-Q-less durch die Gegend laufen. Mit 1,5 Liter Bierflaschen an die Hände geklebt. Mit Panzertape. Egal. Nackt natürlich noch dazu. Wir machen weiter mit dem nächsten Aufräumen. Vollkommen egal. Ich rede wirres Zeug. Tag der Rache. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, wenn mir Leute sagen, dass ich irgendetwas abholen oder irgendetwas aufnehmen und dann zerstören soll, einfach nur. Seit Salvatore versucht hat, mich auf die Art und Weise umzubringen. Ich bin da so ein gebranntes Kind, wisst ihr? Aber wenn da auch noch ein Zeitlimit dran ist, dann ist vielleicht was dran. Vielleicht funktioniert es ja dann tatsächlich. Also vielleicht sterbe ich dann tatsächlich ja nicht, wenn ich das versuche an mich zu nehmen. Ich hoffe bloß, ich komme rechtzeitig an, denn ich habe ja jetzt nicht gerade das schnellste Auto. Zugegebenermaßen. Ich will jetzt aber auch eigentlich nicht gerade das Auto wechseln, weil das auch wieder ein paar Sekunden dauert. Wo ist denn das hier? Ich meine, mit der Ortsangabe Bedford Point kann ich jetzt nicht so viel anfangen, muss ich zugeben. Ah, okay. Müssen wir hier schon lang? Ich glaube schon, oder? Ja, das sieht gut aus. Einmal hier hoch. Ah! War zwar ein bisschen umständlich, aber wir sind am Ort unseres Ziels angekommen. Am Zielort, so heißt's. Man hört, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Nun, ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Es wird Zeit, dass du die wahre Macht von Spank kennenlernst. Besos I, bla bla bla. PS, fahr zur Hölle. Na danke! Was hat die Frau für ein Problem? Special Delivery! Special Delivery! Ach du Scheiße! Here you go, I got a present for Special Delivery! Ach du Scheiße! Special Delivery! Here you go, I got a present! Here you go, I got a present for Special Delivery! Was zum... Zerstöre die Spank-Lieferwagen? Alter! Come here! Ja, ist klar! Das kriegen wir hin. Kein Problem. Wunderschön. Oh, da drüben ist noch einer, okay? Wie viele von denen gibt es denn hier? So, das hast du den. Oh, holy shit. Okay, das ist der letzte.
Wenn ich so weitermache, spreche ich mich noch selbst in die Luft. So, das war's. Job erledigt. $10,000. Wir haben überlebt. Das ist die Hauptsache. Ich habe keine Ahnung, wer mir jetzt das Geld eigentlich gegeben hat, denn wenn sie mir da eine Falle gestellt hat, um mich umzubringen, glaube ich nicht, dass sie... Warum ist ja eigentlich noch ein Pfeil drüber? Dass sie mir Geld geben würde dafür. Aber ist okay. Ich nehme das Geld auch gerne an mich. So, jetzt müssen wir uns bloß noch mal kurz anschauen. Okay, der Pfeil ist gerade auch verschwunden. Das fand ich gerade ein bisschen verwirrend, dass hier ein Pfeil drüber war. Okay, das war bloß Geld, was hier lag. Gut, wir haben gerade so überlebt, aber wirklich gerade so. Das hätte auch durchaus schief gehen können. Und damit ist unsere jamaikanische Freundin, die dann nicht mehr so wirklich freundlich war, auch abgearbeitet. Ich verstehe gar nicht, warum die mich alle versuchen umzubringen, nachdem ich ihre Jobs erledigt habe. Denn ich meine, ich bin so ein artiger Kerl. Ich bin halt ein Auftragsattentäter oder Auftrags-Joberlediger. Hey, coole Kirche. Die muss ich mir mal kurz anschauen. Schnucklig. Aber ich meine, ich verrate niemanden. Also weder im Sinne von hintergehen, noch im Sinne von Geheimnisse ausplaudern, weil ich nicht reden kann, Gottverdammt. Und auch ansonsten bin ich total artig und mache immer, was ihr wollt, insofern ihr mich bezahlt. Also wieso wollt ihr mich umbringen? Das macht gar keinen Sinn. Naja, was soll's. Bisher ist es ja immer nach hinten losgegangen. Okay, wir sollten mal schauen, ob wir hier vielleicht irgendwo Leben finden. Ich weiß nicht, ob es hier auf der Toilette vielleicht Leben gibt. Wäre aber cool. Oh, sieh mal an. Ich dachte mir, dass da irgendwas liegt, aber ich hätte jetzt eigentlich eher mit ein bisschen Leben gerechnet, beziehungsweise geliebäugelt. Oh, nett. Also die Orte, die ich für Verstecke von irgendetwas halte, die sind auch Verstecke von irgendetwas, aber nie das, was ich suche. 15 Lebenspunkten? Ist das jetzt ein bisschen kritisch, glaube ich, einen Auftrag anzunehmen? Gibt es denn hier nicht zufälligerweise auf dieser Insel was? Ich weiß nicht, ob ich das Wasser betreten kann. Kann ich? Ich kann ja nicht schwimmen, oder? Ich traue mich nicht reinzugehen, ehrlich gesagt. Bei diesem Haus gibt es doch bestimmt was, oder? Was? Alter, was geht ab? Okay, wir suchen mal weiter nach was Lebensmäßigem. Wartet mal. Ein guter Bürger sein hier. Ist eine gute Idee, wenn man nur noch 7 Lebenspunkte hat. Aber irgendwo muss es doch hier was geben. Ach, warte mal, hier war doch was, ne? Und diese Einkaufsmeile war ja nicht so ein Lebensding? Ja. Genau, wunderbar. Sehr, sehr praktisch. Gerade eben noch bei 007, jetzt sind wir wieder voll. Und da können wir auch ruhigen Gewissens die nächste Mission annehmen. Die wird dann hoffentlich weniger explosiv und weniger gefährlich für uns. Halt. Na gut, das ist. Nehmen wir halt den Wagen. Ist auch egal. Hier könnten wir doch bestimmt erstmal wieder mit ein bisschen ruhigeren Missionen einsteigen, oder? Wie sieht das Ganze aus hier? Und wer bist du eigentlich? Warum sollen wir für dich arbeiten? Ich weiß es noch nicht so richtig.